Hallo und moin zum vierten Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Wir sind immer noch zurück, wie auch immer, am Mystery Vortex, am geheimnisvollen Wirbel und machen uns auf den Weg, den Froschfelsen zu finden. Wir haben auch gehört, wo der Froschfelsen ist, nämlich zwischen dem Lichterwald und was war es noch? War noch was Zweites, ne? Es ist ein niedliches Säckchen, gefüllt mit ekelerregenden und mysteriösen Flüssigkeiten. Die Beschreibung passt auf meinen verloren geglaubten Zwillingsbruder, Sam. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Können wir also nichts mit anfangen? Dann fahren wir mal zu einem Ort, wo man ein bisschen Übersicht haben kann. Nämlich zum Wollknäuel. Wie ich gesagt habe schon, wir haben ja hier relativ viel Backtracking. Wir kommen immer wieder zu den Orten zurück, um dann eine weitere Sache zu erledigen. Und jetzt sind wir wieder zum vierten Mal, glaube ich, hier beim größten Wollknäuel. Leg einen Zahn zu, Max. Da haben wir nämlich eine Übersichtsmöglichkeit, beziehungsweise ein Teleskop. Teleskop ist das. Ich habe das Wort. Wie dieses hier. Da können wir jetzt noch eine Linse anbringen, die wir schon die ganze Zeit mit uns herumtragen. Okay. Ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. Das ist der verzauberte Smaragdwald. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. Ah ja. Haben wir aber schnell den Froschfelsen gefunden. Da habe ich nämlich auch schon sehr viel länger nachgesucht. Das ist das unerklärliche Tal der Lichter. Normalerweise gibt man nämlich dann hier diese ganzen ein Dinge Felsen durch. Kommt dann immer ein Felsen. Dann kommt wieder Mount Bedridge. So, dann kommt wieder ein Felsen. Dann kommt der größte Baumstumpf der Welt. Und dann kommt unüberraschenderweise wieder ein Felsen. Und dann kommt nun, dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Dann kommt wieder ein Felsen. Und dann kommt das ist der verzauberte Smaragdwald. Genau. Gut, aber dann haben wir den Froschfelsen ja schon gefunden. Jetzt müssen wir nur noch dahin. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Jo. Dann können wir uns ja direkt wieder dahin auf den Weg machen. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Er sagt es aber auch nur einmal. Er sagt es nicht mehrfach.
Auch sehr schöne Musik. Ich glaube, in der Original-CD-Version gab es auch ein paar Tracks tatsächlich als Audio-CD. Musik auf der CD mit drauf. Aber mittlerweile durch die MIDI-Synthese und mit einer einigermaßen guten Soundkarte klingt das ja schon fast wie richtig. Die richtige Musik. Froschfelsen. Das kann ich nicht aufheben. Nein, ernsthaft. Das kann ich nicht aufheben. Warum denn nicht? Bist du beschränkt? Ich kann das nicht aufheben. Lies es von meinen Lippen. Ich kann es nicht aufheben. Ich gebe auf. Jetzt hast du es geschafft. Du hast Sams Geist gebrochen mit deinem blöden Heb-das-mal-auf-Versuchen dieses albernen Gegenstandes. Würde ich sein selbstmitleidiges Schluchzen nicht so amüsant finden, ich könnte dir deine Gliedmaßen abreißen. So, na gut, das ist der Felsen. Das sieht nicht gerade wie ein Frosch aus. Mein Glaube an das Gute ist durch diese unverschämte Touristenfalle erschüttert worden. Ich will mein Geld zurück. Wir haben aber nichts bezahlt. Egal, es sollte mir aber besser jemand Geld geben. Ja. Dann nehmen wir mal die Haarbüschel. Die sollen wir ja hier verwenden. Das ist unheimlich, Sam. Das ist unheimlich, Sam. Das ist unheimlich, Sam. Also sehr repetitiv. Ich kann mich erinnern, dass das, glaube ich, in der Originalversion ein bisschen unterschiedlichen Dialog hatte. Nun? Abwarten. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Bedeutet etwas, Sam. Ja, bedeutet, wir sollen nach Bumpusville. Würde ich behaupten. Ah, neuer Ort. Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Ein Wunschbrunnen. Ich wünschte, ich hätte die absolute Macht über Leben und Tod. Dazu bräuchten wir wohl einen größeren Brunnen. Das kann ich nicht aufheben. Okay.
Mensch, hey Max, sieh dir das mal an. Es ist betitelt mit Ich, ich selbst und wieder ich. Hey, du hast lesen gelernt. Das ist die Goldene für Bumpus. Der Himmel ist wie Texas, nur dass es dort kein Texas gibt. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Schaut euch nur überall in der Villa um, aber um Pete's Willen fast Jan... Okay. Nichts anfassen. Es ist ein Porträt von John Muir. Wer zum Teufel ist John Muir? Wer John Muir ist? Hey, Jungs, dieser Wicht weiß nicht, wer John Muir ist. Das ist nicht dein Ernst! Was für ein Hinterwäldler! Was für ein Einfallspinsel! Sam, die toten Tierköpfe sprechen zu mir! Wo? Die dort oben! Nun? Aber... Du solltest wirklich keine Scherze über tote Tiere machen, Max. Aber... Ach komm schon, lass mich. Ich bewundere gerade dieses Porträt von John Muir. Aber wer ist John Muir? Willst du das wirklich wissen? Wenn ihr aufhört zu sprechen, ja. Okay, stimmt ein, Jungs. Es gab mal einen Mann, der nannte sich John Muir. Naturforscher war er, von allen geliebt. Er lebte in Wald und Flur. Er schützte die Bestien, ob groß oder klein. Er packte fest zu, war sich selbst nie zu fein. Seine Liebe zu Tieren im Allgemeinen. War unumstritten und pur. Oh, wissen wir also Bescheid? Dann nehmen wir es doch gleich mit. Das ist Conroys erste Gitarre. Man sagt, er lernte 2 Wochen lang intensiv die Gitarre zu spielen, sah ein, dass er zu doof dazu war und mietete sich eine Begleitband. Diese Geschichte erwärmt mein Herz. Das tun Verkehrsunfälle auch. Weiß ich nicht. Ich hasse Varieté-Vorstellungen. I remember my childhood in Brighton, when dear old dad would bounce me on his knee. He'd say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why I'm happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the old. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! Western Star. Danke, danke. Hm.
Jetzt müssten wir zu diesen beiden hin, denn offensichtlich sind das ja Bruno und Trixie. Aber ich befürchte, hier ist ein Laserstrahl, sodass wir hier nicht so einfach durchlaufen können. Oh. Was im Namen von Jethro Clampett geht hier vor? Au! Oh. Das kitzelt! Du sollst mich los! Hilfe! Und bleib draußen! Das war zu erwarten. Das machen wir natürlich nicht. Wir gehen einfach mal wieder rein. Wow, es ist das Monster-Truck-Wochenende. Wie immer sonntags. Sonntags! Sonntags. Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. Ein ekelhaftes Kissen. Das wir irgendwann später nochmal brauchen können. Nehmen wir uns noch ein Buch mit? Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Ups. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. So. Haben wir da jetzt eigentlich gelesen? Es ist die illustrierte Ausgabe des Makrohard-Reinigungsroboter. Also sollten wir jetzt diesen Roboter benutzen können? Kenne ich dich nicht? Keine Ahnung. Warst du mal im Pensacola-Zeltlager für schwer erziehbare Kinder? Nein. Nun, dort habe ich fast die ganzen letzten 10 Jahre verbracht. Also wüsste ich nicht, woher wir uns kennen sollten. Wie ist dieser Conroy Bumpus wirklich? Hat er irgendwelche unergründete finstere Geheimnisse, die wir für viel Geld veräußern könnten? Hey, erweist Mr. Bumpus mal ein bisschen mehr Respekt. Er hat mich aus dem Jugendlager geholt, bezahlt mich äußerst großzügig mit $4.75 pro Stunde, brachte mir bei, Swahili zu sprechen, spendete ein Gorillaherz für die Operation meiner Schwester und außerdem singt er ganz passabel. Okay. Wie kann man nur so standhaft bleiben und für jemanden arbeiten, der so harmlose Bestien wie Bruno den Yeti drangsaliert? Ich glaube, das liegt an meinen schweren Stiefeln. Er hat dich eiskalt erwischt, Sam. Hast du keine Zweifel an deiner Aufgabe, wenn du so harmlose Missgeburten wie Trixie jagst? Ich hatte, aber dann schluckte ich ein paar Aspirin. Wofür ist diese Virtual Reality Anlage gut? So wie ich das verstanden habe, benutzt Mr. Bumpus ein ausgeklügeltes Virtual Reality Szenario in Verbindung mit dem Sicherheitssystem der Villa. Das ist ja teuflisch. Der Teufel, der Teufel! Yo, manchmal lässt Mr. Bumpus mich mit der Anlage spielen und ich denke dann, ich wäre 100 Meter groß und alle anderen sind nur Ameisen und ich zerquetsche und zerquetsche und zer... Wir können uns ein Bild davon machen. Bleib sauber, Junge. Gut, also die würden wir mal gerne benutzen. Hey,
Besuchern ist es nicht erlaubt, Mr. Bumpus hypermoderne Virtual Reality-Anlage zu benutzen. Abschaum. Das geht also nicht. So einfach. Aber es ist ja wahrscheinlich, dass es trotzdem irgendwie geht. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Ja, das könnte nützlicher sein, weil wir ihn jetzt nämlich rüberschicken können in den verbotenen Flügel. Es sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Was zum... Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Das ist Virtual Reality. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh. Haben definitiv das größere Schwert. Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! Ja, ja. Nun zurück zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier. Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die Yeti-Party. Wo findet sie denn statt? Bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen? Ohne Ausnahme. Hm.
Lass uns gehen. Nun. Originaltruhen, Imitation im amerikanischen Stil. Absolut nicht nützlich. Eine wundervolle Ergänzung für Ihre Imitationssammlung. Teleshop. Mit Sicherheit. Sieh, das sind Gemälde von Trophäen. Wow, sieh dir nur all diese Trophäen an. Ich glaube, dieser Knilch versucht, seinen Mangel an Größe zu kompensieren, Sam. Und außerdem habe ich viel mehr Trophäen als er. Ja. Ein umwerfendes Porträt von John Muir, dem berühmten Naturforscher. So, jetzt haben wir die befreit, aber so richtig haben wir das Ziel scheinbar nicht erreicht. Oder zumindest nicht das Ziel, was wir erreichen wollten. Das Einzige, was wir, glaube ich, noch machen können, ist versuchen diese... Es ist ein Toupet von Conroy. Hier schon wieder. Hey! Das tut weh! Lass mich los! Und bleib draußen. Ich glaube, das war nicht gerade der beste Versuch, das Toupet zu erlangen, Sam. Womöglich nicht. Aber da wir nun noch einen neuen Ort gefunden haben, könnten wir den natürlich auch noch mal aufsuchen. Dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. Mit dem wilden Tiki-Firlefanz. Ja, ein Blick auf die Uhr verrät uns, dass wir vielleicht noch ein paar Minuten machen, so bis um 7, und dann ist es, glaube ich, sinnlos, jetzt noch mal zu pausieren. Dann gucken wir doch hier noch mal rein, vielleicht kriegen wir ja noch was raus. Hört sich an wie eine Party. Es ist das Ereignis des Jahrhunderts. Nicht mehr. Was ist da drin los? Riesige Yeti-Party. Stopp! Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Hey, sind Sie nicht Evelyn Morrison, die berühmte B-Movie-Aktrice? Ja, ich bin sie. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboterterror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du, Beretta nimm du? Nein, das war ein Vampire in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Oh, das ist das nur nett von ihr. Haben Sie irgendwelche Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum? Er hat Evelyn Morrisons Gäste belästigt. Macht man ja nur wirklich nicht.
Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen nach einem Cocktail mit Schirmchen. Evelyn Morrisons Jungle Inn hat die weltbesten Cocktails mit Schirmchen aus 237 verschiedenen Sorten Rum. Alle in nur einem Cocktail? Wo geht es zur Bar? Mal ganz locker, Max. Du trinkst doch überhaupt nicht. Oh, richtig. Der Tukan muss mir Worte in den Mund gelegt haben. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf ihnen. Das macht sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke. Ich frage mich, ob dieser Vogel sprechen kann. Vielleicht gibt er uns einen wichtigen Hinweis. Ach, erzähl keinen Blödsinn. Den Film habe ich damals im Kino gesehen, als ich noch ein Welpe war. Als die Spannungskurve ihren Höhepunkt erreichte, schmissen sie riesige Plastikschlangen ins Publikum. Warum dreht man heute nicht mehr solche Filme? Wachsende Ansprüche? Vielleicht. Vielleicht. Wir haben Broschüren. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier, Tiergruben und Bungee Nationalpark in North Dakota und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Das sind wieder neue Orte. Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Das ist ein besonders großer Yeti. Irgendwie müssen wir hier reinkommen. Erst wenn ihr ein Yeti seid. Der Mann sieht aus wie jemand, der eine richtig gute Pfeile braucht. Hier, bitte. Das ist fantastisch, wirklich großartig. Ich stehe in eurer Schuld, Mädel. Ob er uns jetzt reinlässt? Was ist dort drin los? Riesige Yeti-Party. Scheinbar nicht. Nun gut, dann müssen wir wohl noch woanders hin. Was für ein Detailreichtum. Siehst du die Möhre, die sich aus dem Buchregal neigt? Denk nicht dran. Aber was ist mit den Gartenbohnen hinter dem Zaun auf dem grasigen Hügel? Bei der heiligen Mutter des Kürbis, was ist das? Ist das nicht ersichtlich? Ich ziehe Gemüse in Form von berühmten Persönlichkeiten auf. Für eine kleine Gebühr forme ich Gemüse nach einem Foto. Oh, das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Ja. Weißt du irgendetwas über Yetis? Ja, man kann sie schlecht mit Gemüse nachbilden. Ich habe vor einiger Zeit mit diesem Gedanken gespielt. Aber es gibt kein pelziges Gemüse. Schau mal in unserem Kühlschrank nach. Warum liegen dort drüben so viele Conroy-Köpfe? Nun, ich probierte ein neues Wachstumshormon für einige meiner berühmteren Persönlichkeiten aus, bis ich merkte, dass es Blödsinn war. Und jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. Sie wachsen alle mit diesem missgebildeten komischen Zeugs obendrauf. Erinnerte mich an Conroy Bumpers. Darum verkaufe ich sie als Angebot. Nun gut. Tschüss.
Übrigens, wir haben keine Milch mehr. Ich werde mir eine Notiz machen. Na gut, das haben wir ja schon besprochen. Haben wir aber einen Conroy Bumpus-Kopf. Und ich nehme mal an, mit dem Conroy Bumpus-Kopf könnte man vielleicht bei Conroy Bumpus was machen. Denn wenn man jetzt diesen Kopf nimmt und man tut ihn damit zusammen, bleib draußen. Ja, jetzt haben wir ein Toupet. Das ist Conroys Toupet. Ach schön. Sieht eigentlich dieses Mal nach Zahlen aus. Das ist wirklich ein Malprogramm. Nö, das sieht nicht so schön. Mochte ich die Variante besser.
nett. Also man hat ja tatsächlich nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu malen in dem Malspiel, in dem Minigame. Wenn man Bock drauf hat. Oh. Gut. Und noch ein paar kleine Saugnäpfe. Fertig. Ah, gut, haben wir das auch nochmal ausprobiert. Jetzt haben wir dieses schöne Stupee. Und damit würde ich aber sagen, beenden wir dann heute hier auch die Spielrunde. Es war ja nur ein kurzer Stream geplant und der ist auch jetzt kurz geblieben. Genau. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wohl damit auseinandersetzen müssen, was wir mit diesem Toupet anfangen können, wie wir uns in einen Yeti verwandeln und was noch dieser zweite Ort ist, den wir da neu gefunden haben. Genau, das alles und mehr bei der nächsten Folge quasi, wenn wir weiter Sam & Max Hit the Road spielen. Herzlichen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!